Angenommen, du würdest heute sterben, bist du dir 100% sicher, dass du in den Himmel kommst? Zu diesem Thema gibt es weltweit viele Theorien und Annahmen. Aber die Bibel ist sehr deutlich, wie man in den Himmel kommen kann. Gott gibt dir eine Wahl. Und du kannst jetzt in dieses Leben eine Entscheidung treffen und auch sicher sein, wo du deine Ewigkeit verbringst. Viele haben diese Meinung, dass gute Menschen in den Himmel und böse Menschen in die Hölle kommen. Aber die Bibel sagt, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Niemand ist perfekt. Wir haben alle gesündigt. Das Problem bei uns Menschen ist, dass wir uns immer miteinander vergleichen. Wenn ich mich mit Hitler oder Stalin vergleiche, dann bin ich gar kein Sünder. Aber wenn ich mich mit Gott vergleiche, dann weiß ich, dass die kleinste Sünde mich schuldig macht. Zum Beispiel, wenn du auf der Straße eine Regel gebrochen hast, dann kriegst du eine Strafe. Du kannst nicht sagen, hey, ich bin eigentlich ein guter Mensch. Ich habe jede andere Regel eingehalten. Trotzdem kriegst du eine Strafe. Groß oder klein, egal, weil du das Gesetz verbrochen hast. Die Bibel sagt, dass für Sünde gibt es auch eine Strafe. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Wenn du arbeitest, verdienst du Geld als Lohn. Weil wir alle gesündigt haben, haben wir alle Tod verdient. Aber das ist keine Überraschung, weil jeder stirbt. Aber die Bibel sagt weiter, und der Tod und die Hölle wurden in der Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Wenn die Seele zur Hölle kommt, dann stirbt man eine zweite Mal. Dieser zweite Tod ist ewiger Feuer und Folter. Wer kommt in die Hölle? Die Bibel sagt, die Feiglinge, aber die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner. Ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Wenn du bemerkst, sagt die Bibel, alle Mörder. Aber ich habe niemanden umgebracht. Du auch nicht, glaube ich. Aber ich habe vielmal gelogen. Vielleicht hast du auch in deinem Leben mindestens einmal gelogen. Wer hat nicht gelogen? Laut dieser Vers, jeder auf dieser Erde lebt, kommt in die Hölle. Und das ist keine gute Nachricht. Ich möchte nicht zu Leuten kommen und sagen, hey, du kommst in die Hölle. Herzlichen Glückwunsch. Nein. Aber denkst du, will Gott jemand in die Hölle kommt? Nein, die Bibel sagt, Gott gnadenvoll und barmherzig ist. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Gott will, dass jeder in den Himmel kommt. Die Bibel sagt, dass der Eingang zum Himmel, also ewiges Leben, ein Geschenk ist. Zum Beispiel, wenn ich dir ein Geschenk gebe und sage, gib mir 1 Euro dafür, ist das ein Geschenk? Nein. Oder wenn ich sage, okay, das gebe ich kostenlos, aber du sollst mein Fahrrad waschen, ist das ein Geschenk? Nein. Oder 3 Monate später hast du mich etwas Schlechtes getan. Und dann sage ich, gib mein Geschenk zurück. Ist das ein Geschenk? Auch nicht. Geschenk ist kostenlos. Geschenk ist, was man nicht verdienen kann, nicht kaufen kann. Wenn du das einmal genommen hast, das ist deine für immer. Du bist der Besitzer. Gott sagt, ich schenke dir ewiges Leben, aber dann du sollst in die Kirche gehen oder Steuer bezahlen, dich taufen lassen, eine Sünde aufgeben, immer ehrlich sein oder ein guter Charakter in deinem Leben zeigen. Ist das ein Geschenk? Nein. Vielleicht hast du diese Frage, okay, ich weiß, wie ich ein Geschenk nehmen kann, aber wie kann ich ewiges Leben nehmen? Eine gute Frage. Jemand in der Bibel
hat diese Frage gestellt: Wie kann ich von der Bestrafung meiner Sünden gerettet werden? Ihr Herrn, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet, du und dein Haus. Gerettet zu werden, muss man einfach an Jesus glauben. Die Bibel sagt, was Jesus gemacht hat. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Die Bibel erzählt diese Botschaft. Vor 2000 Jahren hat Gott seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt. Er wurde als Mensch geboren und ein perfektes Leben gelebt. Er hat immer die Wahrheit gesagt. Aber die Menschen mögen jemanden nicht, der immer die Wahrheit spricht. Sie hassten ihn so sehr, dass sie auf ihn spuckten, ihn schlugen und ihn ans Kreuz genagelt. Die Bibel sagt, dass Jesus ist für uns gestorben, für deine Sünde, für meine Sünde. Was wir verdienen, hat Jesus dafür mit seinem Leben bezahlt. Er hat ein schlechtes Tod geschmeckt, 3 Tage lang begraben und nach 3 Tagen wieder auferstanden. Dann erschien er seinen Jüngern, zeigte seine Wunden und bewies seine Auferstehung. Die Bibel sagt: Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jeder, der an ihn glaubt, sagt die Bibel. Die Bibel sagt nicht jeder, der zur Kirche kommt oder sich taufen lässt. Einfach durch Glauben sind wir gerettet. Eine kurze Frage: Wie lange dauert Ewigkeit? Hat sie ein Ende? Nein, das bedeutet, wenn du an Jesus einmal geglaubt hast, wenn du dieses Geschenk einmal genommen hast, das bleibt bei dir für ewig. Wenn du irgendwann von Sünde nicht umkehrst und dann sagt Gott, dein ewiges Leben nehme ich zurück, dann war ewig ewig? Das macht Gott zum Lügner. Und Gott ist kein Lügner. Aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Gott schenkt kein temporäres Leben, kein endliches Leben. Er schenkt nur ewiges Leben. Gerettet zu werden ist sehr einfach. Einfach glauben, einfach nehmen. Was sehr wichtig ist, hat Gott für uns sehr einfach gemacht. Es gibt viele Irrlehrer, die sagen, du sollst das machen, das nicht machen, das aufgeben, ansonsten bist du nicht gerettet. Das ist falsch. Das bedeutet, das ewige Leben hängt immer noch von wie gut ich bin. Wenn ewiges Leben hängt immer noch von deinem Charakter, dann kommt niemand in den Himmel, weil wir alle Sünder sind. Bis wir sterben, haben wir Sünde in unserem Leben, groß oder klein, egal. Die Bibel sagt: Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Sehr deutlich ist die Bibel. Nachdem du an Jesus geglaubt hast, ewiges Leben hängt nicht mehr von dir. Jetzt stellen ein paar Leute diese Frage: Okay, ich glaube an Jesus, ich habe ewiges Leben bekommen, kann ich wie ich will leben? Kann ich was ich will tun? Zum Beispiel, wenn ich als Christ, vielleicht 10 Jahre später, habe ich eine Bank geraubt und der Wachmann geschossen, jemand umgebracht, was passiert dann? Wenn ich solche große Sünde tue, dann Gott, wie ein Vater, kann mich streng bestrafen. Ich kann meine Arbeit verlieren, ich kann mein Haus verlieren, ich kann ins Gefängnis kommen, ich kann eine Krankheit bekommen, aber mein ewiges Leben kann ich nie verlieren. Wenn ich sündige, dann Gott kann mich strafen. Wenn ich etwas Gutes tue, dann Gott kann mich segnen.
Aber egal wie groß meine Sünde ist und egal wie streng Gott mich bestraft, ich kann mein ewiges Leben nie verlieren. Gott nimmt ewiges Leben nicht zurück. Wenn du an Jesus einmal glaubst, hast du ewige Sicherheit. Lass mich dich fragen, glaubst du, dass du in deinem Leben einmal gesündigt hast? Wenn ja, hast du die Hölle verdient. Aber Gott will das nicht. Glaubst du, dass Jesus für dich gestorben ist? Wenn du an Jesus nicht glaubst, wohin kommst du? Laut Bibel, du kommst in die Hölle und das ist nicht mein Wunsch. Deswegen mache ich dieses Video. Guck mal, du musst kein religiöses Theater spielen. Gott sieht in deinem Herz. Du musst keinen theologischen Abschluss haben, diese Entscheidung zu treffen. Lass mich dir einen letzten Vers zeigen. Denn wenn du mit deinem Mund den Herrn Jesus bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Stell dir vor, Jesus wäre persönlich zu dir gekommen. Würdest du ihn bitten, dich zu retten oder mindestens ihn danken, weil er für dich gestorben ist? Doch, oder? Aber Jesus ist nicht hier. Er ist mit seinem Vater im Himmel und er hört uns jetzt. Wenn du dieses Geschenk annehmen willst, dann möchte ich dir helfen, ein kurzes Gebet zu sprechen. Wo immer bist du, bitte ich dich, nach mir zu beten. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Lieber Jesus, ich glaube, dass ich Sünder bin. Ich glaube, dass ich Hölle verdient habe. Aber du bist für mich gestorben. Du lebst heute und hörst mein Gebet. Vergib meine Sünde und schenk mir ewiges Leben. Und wenn ich sterbe, nimm mich bitte in den Himmel auf. Ich vertraue dir allein, Jesus. Vielen Dank. Amen. Wenn du an Jesus geglaubt hast und wenn du dieses Gebet vom Herzen gesagt hast und wenn wir uns einander in dieser Welt nicht sehen, wo sehen wir uns? Die Antwort, wenn du willst, bitte ich dich in die Kommentare zu schreiben. Gottes Segen, mein Name ist Moses Kola, auf Wiedersehen.